Hallo liebe Tischtennis-Community, mein Name ist Björn Steltig und ich freue mich ganz besonders, euch heute hier dieses Video präsentieren zu dürfen. Es geht ums Thema Blocken, ein ganz wichtiges Thema, was von vielen noch unterschätzt wird, wie ich denke. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran, ihr werdet nicht nur mich sehen, sondern auch einige Profis in Action, in Trainings sowie in Wettkampfsituationen, und ich gebe euch da ein paar wertvolle Tipps mit, wie ihr euer eigenes Blockspiel und auch euer Spiel insgesamt verbessern könnt. Und genau, lasst einen Kommentar da, verbreitet das Video, wenn es euch gefällt. Los geht's mit dem Video. Hier sehen wir Januar Waldner schon beim Blocken, überragender Spieler, gilt als Mozart des Tischtennissports und war auch ein sehr guter Blockspieler. Generell erstmal, was ist denn wichtig beim Blocken? Jetzt seht ihr nochmal mich mit dem Lewis Bryce, ein englischer Jugendnationalspieler, mit dem ich mal in Grünwettersbach trainieren konnte. Und ihr seht, beim Blocken ist es wichtig, ja, eine ganz kleine Bewegung nur zu machen. Der Schläger bleibt stabil, bleibt oben. Man braucht nicht groß auszuholen und kann das Tempo, was der Ball schon mit sich bringt, wunderbar benutzen. Also gibt dieses Tempo quasi nur zurück. Gerade wenn jemand festspielt, braucht ihr da nicht viel zu machen, sondern einfach nur eine ganz kleine Bewegung, stabil den Schläger oben lassen und vielleicht ein bisschen in Bewegung sein, wenn der Ball nicht immer gleich platziert kommt. Generell ist es auch wichtig, egal ob jetzt beim Rückhandblock oder beim Vorhandblock, ein gutes Timing zu haben, den Ball nicht zu spät zu nehmen und den Schläger locker in der Hand zu halten, dass ihr ihn auch wechseln könnt, zur Rückhand, zur Vorhand und auch was anderes noch machen könnt als dieses Blocken. Deshalb Schläger nicht zu feste in die Hand nehmen, locker halten, oben lassen, ja, ein bisschen bewegen, dann passt das ganz gut. Hier seht ihr jetzt nochmal zwei Profis in Action, den Gustavo Tsuboi von Brasilien mit Thomas Kainert. Thomas auch ein guter Blockspieler, weshalb die meisten, die ich kenne, auch gern mit ihm trainieren. Und ja, kriegt man den Ball eben oft zurück und kann das Ganze gut trainieren. Jetzt werdet ihr nochmal hier ein bisschen spielnähere Alternative sehen, nämlich den Gustavo spielt jetzt im Topspin, immer abwechselnd, einmal in die Vorhand und einmal in die Rückhand vom Partner Lev Katzmann, der den Schläger oben lässt und der sich immer mit kleinen Schritten von links nach rechts bewegt. Und ja, generell ein bisschen schwerer schon jetzt als nur von einer Position aus zu blocken, aber auch eine wichtige Übung, die man dann machen kann, wenn man diesen Grundschlag zumindest schon mal beherrscht. Diesen Grundschlag zu beherrschen ist sehr wichtig. Ja, ich denke, alle Spieler können davon profitieren, wenn sie gut blocken können, egal welches Spielsystem, egal welche Leistungsklasse. Und dann könnt ihr eben erstens überhaupt gut trainieren. Leute wollen gerne mit euch trainieren und ihr habt diese Grundsicherheit, die euch auch für euer Topspin- und Konterspiel und euer Match weiterhilft. Hier jetzt nochmal Balleimer-Szene. Balleimer überall eingespielt, die Topspins, und der Lewis muss ja seinen Schläger oben lassen, um zu entscheiden, Rückhand oder Vorhand, und hat das schon nicht ganz so einfach, wenn die Bälle schnell kommen. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Und ja, der Januar Waldner auch wirklich ein überragender Blockspieler gewesen, wie schon gesagt, auch ein sehr gutes Auge, gut platziert. Die Platzierung beim Block ist sehr, sehr wichtig, wenn der Gegner jetzt beispielsweise umläuft, einfach nur in die tiefe Vorhand da zurückgespielt. Und auch wenn der Gegner quasi einen Endschlag spielt, wenn man locker genug bleibt und gar nicht dass irgendwie groß ausholt oder festgespielt, kann man den Ball ja, gut retournieren, ohne jetzt viel dafür tun zu müssen. Und reicht auch oft zum direkten Punktgewinn. Wenn nicht, kann man sich dadurch auch wunderbar den eigenen Angriff vorbereiten. Wichtig, da gut antizipieren zu können, gutes Auge zu haben, um halt sehen zu können, wo müsste ich hinspielen, wo ist natürlich frei. Ab und zu reicht es auch einfach nur, den Ball zurück auf den Tisch zu spielen, weil der Gegner so weit weg ist, dass er den sowieso nicht zurückbekommt. Und ja, das sind auch hier ein paar Botschaften an euch. Ich denke, viele Spieler können eben nicht so gut blocken, gehen entweder schnell nach hinten oder wollen auch teilweise sehr schwierige Bälle gegenziehen, was dann zu einfachen Fehlern führt, und das lässt sich auf jeden Fall vermeiden, wenn man gut blocken kann, und dann kann man auch gegebenenfalls selber in die Offensive gehen. Und die ganzen Spieler, die ich euch heute hier zeige, sind jetzt nicht nur reine Blockspieler gewesen, aber die konnten eben sehr gut blocken. Wie auch hier Koki Niva, der da erst so einen Chop-Block spielt, bisschen Schnitt und danach ganz locker steht und den Ball einfach nur ja, zurückspielt, Keule hinhält, und Fang Bo, der in die tiefe Vorhand gegangen ist, konnte da nicht viel mitmachen.
Gerade wenn ihr jetzt Gegner habt, die beispielsweise vorhandorientiert sind, wie Shushin hier, und fast alles mit einer Seite spielen möchten, ist es gut, wenn ihr gut blocken könnt und den Ball auch dann dementsprechend gut verteilt. Dann könnt ihr eben ja, den anderen so gut beschäftigen, dass er irgendwann zu viel laufen muss und gar nicht mehr hinkommt zum Ball und dann eben einen Fehler spielt. Wie in dem Fall hier Kenta Matsudaira, Japaner, Top-10-Spieler ebenfalls gewesen, der sehr gut blocken konnte. So Kunstschläge müsst ihr nicht unbedingt können, da ging gerade noch an die Kante. Aber generell, ja, wie auch hier der Tego beim Challenger-Turnier gezeigt hat, Blocken ist sehr wichtig. Challenger-Turnier, ein gut besetztes Turnier, Profi-Turnierreihe, an der ich mal hier den Tego betreuen konnte. Waren viele Spieler aus der zweiten Liga und aus der dritten Bundesliga am Start. In dem Fall hier gerade Liang Q, der sich mit Diego einkontert, aktuell zweite Liga, schon ein paar Jahre erste Liga gespielt. Und gleich geht der Liang in Topspin-Spiel über. Und der Diego, werdet ihr sehen, macht dann ein bisschen kürzere Bewegung als jetzt gerade, weil er eben nicht mehr kontert, sondern einfach ja, den Ball zurückblocken kann. Generell Konter, Konterspin, Block, Topspin, Gegenspin sollten von euch selbst einigermaßen ähnlich sein, so dass ihr alles anwenden könnt. Und die ähneln sich sowieso alle. Je nach Situation kann man dann den passenden Schlag auswählen. Ihr solltet möglichst alle Schläge können. Aber genau, auch eben das Blocken. Das gleiche gilt auch für Materialspieler, Abwehrspieler, wie in dem Fall hier Florian Blum, der einer der besten deutschen Abwehrer ist. Aktuell zweite Bundesliga im vorderen Parkkreuz, 8-2 Bilanz. Ihr seht, der hat ein bisschen mehr Abstand zum Tisch als jetzt wie der Liang Q eben, aber hat eben auch einen sehr sicheren und soliden Rückhandblock, was auch wichtig ist für gute Spieler. Egal, ob ihr jetzt also Noppen spielt, das Video könnt ihr euch anschauen. Wir können vielleicht auch Block und das Drehen vom Schläger in dem Fall in euer Spiel integrieren. Hier jetzt nochmal ein paar Szenen von Kenta Matsudaira gegen Zhang Yike, der wirklich wieder gut den Ball verteilt und somit den Fehler von Zhang provoziert. Und genau, generell sehe ich es halt häufig im Training so, viele Spieler sind beim Topspin Feuer und Flamme, aber beim Blocken, da ist Motivation nicht ganz so groß und dann schalten die ein bisschen ab und machen quasi gefühlt eine kleine Pause, aber auch da ist es halt wichtig, eine hohe Aufmerksamkeit zu haben. Über den Block kann man den Ball sehr gut vorbereiten und dann auch zum Gegentopspin übergehen. Hier ist nochmal eine Trainingsszene von Thomas Kainat und Timo Boll. Ihr seht jetzt gleich, auch der Timo kann sehr gut blocken, nicht nur der Thomas hier Topspin, und der Ball wird einfach locker zurückgespielt. Hier seht ihr Stefan Fegal, auch erster Bundesligaspieler, mit einem australischen Spieler, dem Dean, trainieren und sehr guten Block, den er gerade gespielt hat. Mit ihm kann ich auch mal Voreinheiten trainieren. Habe auch mit dem Block ein paar Bälle gegen ihn gewinnen können, wenn der Topspin natürlich zu schnell kommt und ja, ich nah am Tisch stehe, dann ist es natürlich schwierig zu blocken, aber auch das kann man trainieren, wie hier gerade Osang Ollen gut bewiesen hat. Einfach relativ weit vorne geblieben, auch wenn viele wahrscheinlich in die Longabwehr gegangen wären und den Ball so zurückgespielt, dass Yun Mizutani damit nichts mehr anfangen kann. Oh Sang Eun, koreanischer Nationaltrainer jetzt geworden, ein sehr guter Spieler. Ich verlinke euch generell mal ein paar Videos von den ganzen Profis, die ich euch hier zeige, in der Infobox, wo ihr euch das Ganze nochmal selbst anschauen könnt. Und ja, ich finde es einfach, da kriegt man auch Motivation, das Ganze auch mal irgendwie in die Richtung zu können, dass man gut blocken kann und sich den eigenen Angriff dann auch gut vorbereiten kann. Wichtig, wie gesagt, kleine Ausbewegung, Schläger bleibt oben, wie ihr hier jetzt nochmal gut sehen könnt, immer Schläger mittig ungefähr haben, ruhige Hand, nicht zu hektisch sein, auf die Chance warten und dann könnt ihr eben viele einfache, gefühlt einfache Punkte auch damit erzielen. Gerade in unteren Spielklassen reicht es oft aus, wenn man einen Topswimmer ordentlich zurückspielen kann, und das mangelt halt bei vielen. Hier seht ihr jetzt mal zum Schluss des Videos eine Aktiv-Passiv-Übung, war schon ein bisschen älteres Video von meiner Schwester und Michael, und ihr seht hier drei Punkte Vorhand, Vorhand, Mitte und Vorhand aus Rückhand und ja, immer abwechselnd, erst die eine Seite, dann die andere Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet was daraus mitnehmen. Wenn dem so ist, lasst einen Kommentar da, verbreitet das Video und bis bald.